Hallo und weiter geht's mit Cyberpunk 2077. Ich bin hier auf einer Raststätte außerhalb von Night City und versuche irgendwas zu finden, was ich einsammeln kann. Während mein Partner in Crime, quasi Jackie Wells, hier in diesem VW Golf sitzt und wartet. Okay. Aber es sieht nicht so aus, als ob hier irgendwas liegen würde. Außer Müll. Aber nicht den sich Müll, den ich einsammeln kann, sondern halt nur Müll. Meh, hier ist nichts. Okay, gut, fertig. Wenn nichts ist, dann ist halt nichts. Wie sieht's hier aus? Ist hier irgendwas? Sieht auch nicht so aus. Was sind denn das für Kisten hier? Aha, Sprühfarbe. Und ein Stressball. Sehr gut. Und hier ist sogar eine Kiste eine Kiste mit einer Zigarettenschachtel drin. Sehr gut. So, was wir jetzt mit dem. Warum, Heiko, höre ich euch fragen, warum sammelst du die ganzen Sachen ein hier? Das ist ja schick. Und zwar, was man damit machen kann, die sind erstmal nicht nützlich. Also ich kann jetzt nicht zum Beispiel den Aschenbecher ausrüsten als Waffe oder so, oder als Schild. Was ich machen kann, ich kann in mein Inventar gehen hier, das bin ich quasi. Dann kann ich hier in den Rucksack gehen und dann kann ich hier zu den Junk-Items gehen, das sind die hier. Kann ich erstmal gucken, ob hier irgendwas dabei ist, was mehr Geld bringt als diese 3 Euro-Dollar. Nicht, und dann kann ich die auseinandernehmen und kriege dafür hier diese Komponenten und aus denen kann ich dann Sachen mir wieder herstellen. Und ähnlich hier diese Nahrungsitems, die kann ich zum Beispiel trinken. So, ja, mehr haben wir nicht dabei. Ich meine, wir können mal gucken, können wir schon irgendwas herstellen in der Itemherstellung. Wir können zum Beispiel Munition machen, das ist gar nicht verkehrt. Und wir können hier quasi Cyber-Heiltränke machen. Goodie! Der Grenzübergang. Was machen wir jetzt? Nichts. Wir scannen uns und checken unsere Papiere. Okay. Haha, ich übernehme das Reden. Okay. Bonk. Vielleicht müssen wir hier stehen bleiben. So. Bitte den Wagen in den Inspektionsbereich fahren. Bitte im Fahrzeug bleiben. Die Sicherheitskontrolle beginnt gleich. Hab ein echt mieses Gefühl. Dir ist klar, dass die merken, wenn du nervös bist? Du musst dich beruhigen. Ja, claro. Gib mir das Frachtverzeichnis. Das müssen Sie angucken. Ja, nehmen. Lass mal sehen. Ha! Als verlustig abgestempelt. Perfekt. Was soll das heißen? Die Lieferung wurde schon dafür registriert, gleich hinter der Grenze verloren zu gehen. Oh, also wissen die, dass wir schmuggeln? Sie werden es gleich rausfinden. Der Besitzer des Fahrzeugs im Inspektionsbereich hat sich für weitere Fragen zu melden. Chingada madre. Was jetzt? Wenn wir wollen, dass ein Zollbeamter nicht so genau hinguckt, müssen wir ihm was geben. Hast du den Credchip mit dem Bestechungsgeld dabei? Oh,
Ach ja, fast vergessen. Klar, vergessen, hm? Ich lass den Motor laufen, falls wir uns schnell verbissen müssen. Mach das. Alle Waffen müssen hier abgelegt werden. Bitte in Zimmer 2 melden. So, mal gucken. Also das ist hier... Das ist hier die Karte. Es gibt die New United States. Die scheinen Zimmer hier bis in den mittleren Westen zu gehen. Dann gibt es Pacific Confederation und hier unten die Republik von Texas und verschiedene andere Gebiete, die nicht so direkt dazugehören. Ich bin mir nicht sicher, wo jetzt die Woods Night City hingehört. Das ist kein sehr hilfreicher Monitor hier. Okay, hier gibt es offenbar irgendwo Pommes. Interessant. Ich will auch Pommes. Oh, wow. Okay. Interessant. Setz dich. Papiere. Ist das Routine? Möglich. Werden wir sehen. Interessante Augen. Was transportiert ihr? Hier steht's. Alles? Wenn was nicht stimmt, sag's einfach. Bin sicher, wir können uns einigen. Ich hab noch nichts gesagt. Die Frage ist, ob ich was nicht Reguläres erwarten sollte. Das hier gehört noch zum Frachtverzeichnis dazu. Ah ja. Zu welchem Nomadenklang gehörst du nochmal? Denke nicht, dass dich das was angeht. Denkst du das, hm? Immer wenn ich jemanden wie dich sehe, bin ich dankbar, nicht auf deiner Seite vom Tisch zu sein. Kann ich glatt erwidern. Geh schon. Dein Partner wartet im Wagen auf dich. Vergiss nicht, deine Sachen mitzunehmen. Oh ja, meine Waffe hätte ich jetzt beinahe vergessen. Vorsicht mit dem Spielzeug. Und willkommen in Night City. Diese kleinen Scheißer denken, Night City ist eine Art Schlaraffenland. Ah, was erwartest du? Jung und naiv. Was nur ein netteres Wort für dämlich ist. Was ist da drin passiert? Das ist mein Auto. Sag ich dir gleich. Erst müssen wir hier weg. Ja, okay. So, dann also nach Night City. Wir haben, glaube ich, schon ein bisschen Geld. 406 Euro-Dollar. Sagst du mir jetzt, was da drin passiert ist? Mein Zollwichser wurde etwas pingelig. Und das ist nicht normal? Nicht in diesem Ausmaß. Riecht das für dich nach Ärger? Fahr, Jackie. Fahr einfach. Kommt jemand. Das sieht nicht gut für uns aus. Sofort das Fahrzeug anhalten! Nichts wie weg hier! Bin dabei! Okay, mittendurch hier. Ihr transportiert Schmuggelware, die Konzerneigentum ist. Durch die Rabatten. Ich wiederhole, sofort anhalten! Das muss ich, glaube ich, gleich schießen, weil ich bin nicht der Fahrer. Okay, Jinga!
Gebe Vollgas! Wir hängen sie ab! Schwingen, hast du Marvel! Okay. Wenn die sich alle selber irgendwie zerlegen, dann brauche ich auch gar nicht schießen eigentlich. Was? Okay. Vorsicht! Scheiße, das war knapp. Mein schönes Auto. Haben Sie abgehängt? Ich werde meine Nerven das aushalten. Fahr weiter. Hier können wir nicht bleiben. Der Ort wirkt verlassen. Wir halten hier an. Ich muss ein paar Sachen regeln, bevor wir weiter können. Ich würde mal gerne wissen, wo wir sind hier. Ah, hier sind wir. Okay. Das ist die Stadt. Hier kommen wir her, glaube ich. Das ist hier die Gegend im Süden. Und jetzt sind wir hier. So weit sind wir noch nicht gekommen. Wo wir hinwollen, ist hier ganz oben. Okay. Ach ja. Scheiße. So, mal gucken, ob hier was rumliegt zum Einsammeln, weil ist ja ein Rollenspiel. Hätten uns fast erwischt. Das nennst du Schmuggeln? Bravo! Das sollte glatt laufen. Ohne Probleme. Wenn du denkst, das war meine Schuld, dann hab wenigstens die Eier und sag's. Weiß nicht. War es deine Schuld? Die Grenzbeamten haben dem Konzern gesteckt, dass wir ihre Fracht haben. Was fällt diesen Grenzpissern ein, uns zu ficken, wie es ihnen gefällt? Ohne irgendwelche Konsequenzen! Er hat was riskiert, hat geahnt, dass kein Clan hinter uns steht. Und er hatte recht. Oh, bin der am Ende ridiculo. Und was jetzt? Ja, du bezahlst mich. Wir sind mich über die und Grenze. Jetzt bezahlst du mich und unsere Wege trennen sich. Bin allerdings etwas abgebrannt. Kann dich also gerade nicht bezahlen. Aber du kriegst deine Kohle, sobald ich für diesen Konzernscheiß hier bezahlt werde. Und du erwartest, dass ich geduldig darauf warte, ja? Ehrlich gesagt wollte ich dich gar nicht bezahlen. Hatte vor, abzuhauen, sobald wir über die Grenze sind. Aber du bist in Ordnung. Wie nett. Ich schätze die Ehrlichkeit. Danke. Und, was nun? Jetzt gucken wir mal rein. Sesam, öffne dich. Glaub nicht, dass der Empfänger sich freut, wenn das Paket geöffnet ist. Bringt normalerweise Ärger. Scheiß auf den Empfänger. Manchmal muss man für sich selbst arbeiten. Ohne Kommission und Mittelmann. Und ich muss wissen, was ich anzubieten habe, wenn ich einen neuen Käufer finden will. Oh, Scheiße. Da steht Arasaka auf der Kiste. Wir beklauen ganz fette Fische. Dann machen wir hoffentlich Fettkohle damit. Mames, ein echter Leguan. Kleiner Antillen-Leguan, glaube ich. Meinst du, du kannst den zu Geld machen? Klar, sollte uns zufriedenstellen. Uns? Ja, Partner, halbe, halbe. Jeder halbwegs vernünftige Fixer findet einen Bonzen, der an sowas interessiert ist. Eigentlich schade, wollte schon immer ein Haustier. Ich hätte ihn Manny genannt. Sag mal, hast du eigentlich schon Pläne, was du in Night City machen willst? Warum fragst du? Weil ich das Gefühl habe, du hast eine Menge Zeit und nichts zu tun. Und in NC kommt man ohne Kumpels nicht besonders weit. Aber keine Sorge, ich helfe dir, eine Unterkunft zu finden. Musst dir irgendwo leben. Wichtig, Leute zu haben, auf die du zählen kannst. Familie und so. Vielleicht findest du ja eine neue in Night City. Danke, das weiß ich zu schätzen. Komm schon. Zwischen uns beiden stimmt die Chemie. Wäre ein Jammer, das zu verschwenden, Partner. Hey! Oh, verschmustes Mistvieh. Okay. Okay, Partner.
Schaffen wir den Leguan weg von hier. Hallo, Night City! Stanley hier und vor uns liegt ein neuer Tag in der Stadt der Träume. Ich liebe diese Stadt, liebe sie so, wie man eine Mutter lieben würde, die einen irgendwann mal vor einem Kinderheim ausgesetzt hat und einen jetzt um eine Kippe anbettelt. Jeden Tag gibt es hier 100 Neuankömmlinge, aber nur die Hälfte dieser Deppen überlebt das erste Jahr in einem guten Jahr. Und warum kommen diese Leute nach NC? Weil sie Straßensamurais wie Morgan Blackhand und Wayland Boa Boa sein wollen. Je größer das Risiko, desto größer die Belohnung, heißt es zumindest. Aber man kann nicht ewig ganz vorne dabei sein. Je schneller du lebst, desto schneller bist du am Ende. Wenn du nicht schon vorher eine Kugel abkriegst. Okay. Wisst ihr, wo man die meisten Night City-Legenden... Das ist ein ganzes Kapitel von dem Spiel, was hier zusammengeschnitten ist. Das können alles Missionen sein. Das ist schade eigentlich. Glücklicherweise ist es egal, woher du kommst. Sieht spannend aus. Du anfängst. Es geht nur darum, welchen Weg du gehst. In Night City. Der Stadt der Träume. Die Tussi muss irgendwo in diesem Gebäude sein. Na, okay. Hier wimmelt's bestimmt von den Pendejos. 6 Monate später! Augen und Ohren auf, okay? Da fällt mir ein, ich hab da was für dich. Militech Trainingssplitter, falls du Nachhilfe im Fressepolieren brauchst. Lust auf ein paar VR-Zielübungen? Nein. Jetzt nicht, Jack. Keine Zeit. Vielleicht später. Ja. Mañana, mañana. Hat Wakako dir irgendwelche Tipps für den Job verraten? Ich bin nicht deine Mutter. Mach, wofür ich dich bezahle. Der Job ist leicht. Ziehen wir es durch. Oh ja, eine Parkgarage. Gucken wir mal, ob wir hier... Aliens kidnap my wife and kids. Help me celebrate. Okay. Mal gucken, ob hier irgendwas zum Einsammeln ist, weil das ist ein Rollenspiel. Bom, 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 bom. Kristalldekanter. Interessant, okay. Hier vielleicht auch irgendwas? Nee. No. No. Nein. Ja, Moment. Oh, hier ist noch was. Parfüm. Und hier ist sogar noch eine ganze Kiste mit Handschellen. Okay. Interessant. Gucken wir mal, was wir uns... Oh, wow, das ist alles neu hier. Ich habe offenbar einen Hut gefunden, wo auch immer. Abgetragene Samurai-Kappe. Also der zerstört nur meine Frisur irgendwie, der Hut. Also, das lassen wir mal. Dann gucken wir mal wieder in den Rucksack zu den Junk-Items, was wir da jetzt haben. Kristalldekanter und das Parfüm und die Karten und die Handschellen. Und den Aschenbecher. Mal gucken, ob wir jetzt irgendwas Tolles herstellen können hier. Noch nichts wirklich Tolles. Wir brauchen 2 weitere für die Pistole, die wir neulich schon hatten. Ja, das kostet alles 30. Die kosten 40. Die Shotgun und die automatischen Waffen. Okay, was kostet das hier? Dazu brauche ich dann auch noch die ungewöhnlichen Itemkomponenten. Interessant. Hallo? Ich bin im Aufzug. Was jetzt? Was ist los? Hier. Ziel heißt Sandra Dorset. Ihr Biomon ist vor ein paar Stunden ausgegangen. Vermutlich Entführung. Das Ziel könnte schon tot sein. Vielleicht kommt ihr zu spät. Wir, Buck, wir.
Du bist zwar nur über Funk hier, aber das heißt nicht, dass du nicht zum Team gehörst. Team, charmant. Buck, versuch wenigstens mal nett zu sein. Wenn du was Nettes willst, ruf die Seelsorge an. Interessant, was hier alles so auf der Wand steht. Left behind, no good news. Still no answer to all my problems. Homicide. Apartment 1237. Ziel müsste drin sein, aber ich sehe ihren Biomann nicht. Hoffe, wir sind nicht zu spät. Bist du das? Ich hasse diesen auf Leben und Tod Scheiß. Beeilt euch. Versucht die Tür zu hacken. Kannst du das Schloss umgehen, Will? Weiß nicht, mal gucken. Erstmal gucke ich hier hin, ob hier Sachen liegen, weil es ist ein Rollenspiel. Okay. Das ist nichts, ne. Hier ist jede Menge Müll. Aber nichts zum Einsammeln, schade. Naja. Jetzt leise. Ja, ja, leise, leise. Ist irgendwas zum Einsammeln? Bewegung, Mano! Ja, ja, wir wollen erstmal hier alles genau checken. Da. Und hier unten. Ein Aschenbecher. Euro Dollars! Zu spät. Wisst ihr das wie? Die Zielperson. Ja, ja, die Zielperson wird schon warten. Alles nicht so dringend. Frischfleisch! Wir vergessen nicht, so bist so gut wie tot. Von Victor an Blaze. Du bist so gut wie tot. Wenn ich hier noch einmal einen deiner Leute sehe, droht ihm Schlimmeres als nur ein verseuchter Kiefer. Verstauchter Kiefer. Das ist keine leere Drohung. Versucht es nur, ihr Wichser. Okay. Interessant. Mal gucken. Hier war ein Buch. Sandra Dorsett ist geschützt gemäß Echelon 2 Konzernimmunität. Die ist richtig wichtig. Die hier hat nur Zetatec-Repos vom Schwarzmarkt. Typische Gossenarbeit. Sie also nicht. Suchen wir weiter. Wie? Achtung! Pendejos vor uns! Oh, Pendejos. Okay. Schwupp. So, mal gucken, ob wir bessere Waffen jetzt schon gefunden haben hier. Die ist schlechter und kostet 13. Also werden wir die mal auseinanderbauen. Und die hier ist auch schlechter und kostet 13. Okay. Das war das. Weiterhin nur den Hut hier. Okay.
Gehen wir mal in den Rucksack und machen wieder den Müll kaputt hier. Die beiden Aschenbecher und das hier alles. Schallplatte mit Keanu Reeves drauf. Können wir die auch kaputt machen? Ja, können wir. Jetzt könnten wir uns eine von den einfachen Waffen könnten wir uns machen hier. Mal gucken. Zum Beispiel hier so eine. ...58 Schaden per Sekunde. Ja, da brauchen wir noch welche von den grünen Komponenten. Können wir hier jetzt eins machen, aber das ist alles nicht viel besser als das, was ich schon habe. So lassen wir das mal. Scheiße! Nur weil das blöde Regal im Weg war hier. Oh. Wollte mich eigentlich anschleichen, war so schlau. Da sind noch mehr Scans. Der Laden muss sauber sein. Ihr wollt doch die Zielperson nicht unter Beschuss darauf bringen. Du hast ja so recht. Uns gehen hier die Optionen aus. Ach was, uns gehen die Optionen aus. Der Raum, in dem er ist, hat einen Balkon. Fenster links von euch. Gebt mir 2 Sekunden fürs Schloss. Okay, gib mir von der Seite Deckung. Ich mach den Rest. Okay, habt die Tür gehackt. Passt auf euch auf. Boah. Okay, Handfeuerwaffen. Auf den Sensoren sichtbar. Ihr habt ihn erledigt. Die Luft ist dran. Oh, Scheiße. Wo zum Teufel ist unser Ziel? So, wo Seht sind euch um. Die Sie ganzen... Muss hier irgendwo sein. Da hinten liegen noch welche. Okay. So. Jetzt haben wir nämlich schon ein paar Waffen gefunden, die wir benutzen können. Und hier ungewöhnliche Item-Komponenten. Sehr gut. Okay, hier ist nix. So, hier sind weitere Nachrichten. Bezahl oder dein Kopf explodiert. Hey Kumpel, heute ist dein Pechtag. Du fragst bestimmt, wer ich bin. Tja, ich bin ein Voodoo-Boy. Du hast sicher von uns gehört. Weißt du noch, als du das letzte Mal im Net warst? Ja, ich auch. Ich habe deinen Co-Prozessor gehackt und eine kleine Überraschung für dich installiert. Also mach besser, was ich dir sage, sonst machst du... Das ist hier Ransomware. Riesenrabatte auf Second-Hand-Cyberware. Nicht verpassen. Angebot heute plastische Synthaut, Techar, Metallfüße. Ja, Chrom unlackiert. Herrengröße. Gefahr in Night City. Die Animals beschützen dich. Okay. Ja. Interessant. Okay, der lebt noch. Bam. Die laufen rum und nehmen Leute auseinander, also den... Ah, schau, das ist ja sehr schön. Dann machen wir hier mal eine Dingswaffe und hier mal eine
Gedankswaffe. Und hier oben, die ist trotzdem immer noch schlechter als die ich schon habe. Also werden wir das auseinanderbauen. Ja. Und hier haben wir neue Schuhe, die allerdings nicht besser sind als die ich schon habe. Schick, aber sind schlechter als die ich habe. Oh, Chucks. Okay. Die behalten wir mal. Und ein neues T-Shirt, das besser ist als das, was wir haben. Das hat 5,9, das hat 6,3. Das hat mehr Panzerung als das andere. Muss ich das verstehen? Nee, muss ich nicht, aber nehmen wir das mal. Haben wir auch einen neuen Hut gefunden hier? Nee. Okay. Oh, das Bein sieht ein bisschen merkwürdig aus. Oh, hier ist Geld drin, aber man kann es nicht aufsammeln, weil hier wieder was nicht funktioniert mit dem Clipping. Tag, an dem der Tower fiel. Okay. Bounce back. So, was haben wir hier? Spielzeug. Hab gutes Zeug hier. Hand von Zetatec mit Bio-Signatur. Wir haben schon einen Jailbreak bestellt, mittig feststellbares Visier, Aushacker, Hormonregulator, keine Biosignatur und eine ein paar andere. Aha. Frischfleisch, wir vergessen nichts, so bist du gut wie tot und so weiter und so fort. Okay. So eine verfickte Scheiße. Ist das Klo verstopft? Scheiße. Oh, okay. Glaub mir, ich hab echt. So. Ich glaube, ich hab sie. Unsere Zielperson. Haben wir es geschafft? Lebt sie? Das wissen wir gleich. Schließ ihren Biomon an. Ich muss wissen, womit wir es zu tun haben. Das sieht nicht gut aus. Okay, dann würde ich sagen, machen wir hier einen Cut. Dann geht's beim nächsten Mal weiter mit sieht's gut aus oder nicht? Bis denn, schreibt einen Kommentar und like das Video und so weiter und so fort. Okay, bis denn.